Mit einer riesen Entourage an Mitarbeitern aus der Staatskanzlei und Hauptstadtjournalisten, Vertretern von Landwirtschaftsverbänden, Frieslands Landrat Sven Ambrosi und Schautens Bürgermeister Gerhard Böhling spazierte Stefan Weil an der Seite von Dietrich Remmers und dessen Schwiegersohn Udo Hamm durch die Ställe und ließ sich genau erklären, wie Milchwirtschaft heute funktioniert. Die beiden Traktorgespanne der Bahnumfahrungsgegner mit ihren großen Bannern waren an der Hofzufahrt nicht zu übersehen. Direkte Beachtung schenkte Landesvater Weil ihnen im Anschluss. 8 Hofstellen liegen im Bereich der geplanten neuen Trasse, über die der Güterverkehr künftig an Sande vorbei zum Jade-Weser-Port rollen soll. Die Gegner kritisieren insbesondere, dass die Deutsche Bahn zurzeit mit absoluter Ignoranz gegen Natur und Mensch eine Unternehmensflurbereinigung durchführen lässt.